Wer sich ein Haus bauen will, ist wohl beraten, wenn er sich neben allen anderen Taten, dem nötigen Geld, der nötigen Nervenkraft, vor allem einen Plan beschafft. Doch was dem einen als gar schön erscheint, wird von dem anderen strikt verneint, denn auch bei Türstock, Dachsims, Fensterbreiten lässt über den Geschmack sich halt nicht streiten. Wie hat der Architekt sich das gleich vorgestellt? Mal rasch im Plane nachgelesen? Wenn plötzlich einer unvermutet runterfällt, ist wohl die Leiter in Gebrauch gewesen. Zwei Sägen fressen sich durchs Holz, die eine krumm, die andere gerade. Die gerade sägt, ist mächtig stolz, dass sie nicht wandelt, krumme Pfade. Der Mann weiß nichts vom Innenleben seiner Säge, er wundert sich, das ist sein gutes Recht. Er fragt sich, ob's wohl an den Zähnen läge. Derweilen sägt die andere Säge, wie man sieht, nicht schlecht. Skispringen ist ein schöner Sport, den unser Mann vielleicht schon längst betreiben wollte. Doch ist ein Baugerüst nicht unbedingt der Ort, wo man mit Übungen beginnen sollte. Vor allem ist vorher nicht zu versäumen, Zementbottiche beiseite zu räumen. Wird nach so viel Missgeschicken doch noch die Fassade glücken? Oder wird das Paulchen siegen, doch noch seinen Rundbau kriegen? Ach, da wäre lang gestritten, andere Bauherren, andere Sitten. Aber Paulchen sollt sich schämen, Nägel in den Mund zu nehmen. Weil's nicht ungefährlich ist, falls er, wenn es sein muss, niest. Haut man mit viel Sachverstand seinen Nagel in die Wand und es klappt, mit bisschen Glück haut ein anderer dann zurück, ist das sicher ärgerlich, doch ein Kriegsgrund ist es nicht. Denn ob Köpfchen oder Spitze, auch in des Gefechtes Hitze bleibt es, glaubt mir, was ich sage, einzig eine Standortfrage. Und sollte man auch vor Wut fast platzen, man schießt nicht mit Kanonen auf Spatzen. Thank you.
Bei der zweigeteilten Leiter wird der Abstand immer breiter, macht die Säge unverdrossen, dann auch Jagd noch auf die Sprossen, bleibt dem Tapferen keine Wahl. Hurtig geht es nun zu Tal. Dabei hat er heute Morgen sicher gelacht, als im Horoskop stand, nehmen Sie sich vor einer Säge in Acht. Da hatte er höchstens an Tante Lilly gedacht. Na, ich würde noch nicht triumphieren. Dem Paulchen ist nicht zu trauen. Der wird ihn jetzt sicher aufs Glatteis führen mit dem Bauplan, dem Blauen. Während es im Knösel rauscht, ist der Plan flugs ausgetauscht. Bitteschön, da steht der Bau. Paulchen reibt sich froh, die Hände ganz wie es sein soll, ganz genau. Runder Turm und runde Wände. Nur, dass hinter so einer Fassade prompt eine popelige Hütte zum Vorschein kommt. Sie sind Tom Dooley, genannt das Fass? Bin ich, ja. Sie werden beschuldigt, ein Schwein gestohlen zu haben, stimmt das? Jawohl, stimmt, ich gestehe. Sie können mich gleich mitnehmen. Aha, hab ich mir doch gedacht. Und das ist ja wohl das Schwein, wie? Frechheit, das ist meine Schwester! Das Kommissariat wurde mit Meldungen über geheimnisvolle Flugobjekte überhäuft. Diese lächerlichen Geschichten müssen endlich aufhören, Inspektor. Man muss diesen Märchen über fliegende Untertassen auf den Grund gehen, damit man die Öffentlichkeit beruhigen kann, bevor sich eine Panik breit macht. Verstehe, Herr Kommissar. Ich werde diesen unglaublichen Blödsinn weiterverbreiten. Verzeihung, waren Sie mit dem Kommissar verabredet? Sehen Sie sich das an, Inspektor. Das müssen Sie wirklich gesehen haben, um es nicht zu glauben. Es ist meine Pflicht, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass alles, was Sie tun oder sagen, gegen Sie verwendet werden kann. Du, kommen Sie rein, aber sofort. Ich finde, die ganze Angelegenheit nimmt langsam verdächtige Formen an. Finden Sie nicht auch? Ja, Inspektor. Ist Ihnen nicht gut? Doch, ich übe nur. Wir müssen uns auf den schnellsten Weg ins Weltall begeben. Glücklicherweise war für denselben Tag ein Raketenabschuss vorgesehen. Unsere Trara-Geräte hatten den entführten Kommissar auf dem Planeten Ronova geortet. Auf Ronova ist zu unserem Bedauern keine Landung vorgesehen. Wir werden aber sehen, was sich machen lässt, Inspektor. Die Besatzung wird Ihnen helfen, wo es irgend möglich ist. Bon voyage, kommen Sie gesund wieder. Und ab! Die Besatzung machte einen netten Eindruck, wirkte aber nicht sehr intelligent. Kurs weiterhin korrekt. Zweite Stufe gezündet. Beschleunigung normal. Näher kommen wir nie an den Planeten Ronova heran. Passagiere absetzen. Wissen Sie, wie mir ist? Wie einem Hefeteig, der aufgehen soll und der zusammengefallen ist. Ja, das rollt im Moment kein Spiel. Irgendwo auf diesem Planeten muss der entführte Kommissar sein. Darum geht es. Wirklich? Also wirklich, Sie stellen manchmal Fragen. Wirklich? Das merke ich gar nicht. Betrachten Sie sich diese Einweggläser. Da hat doch jemand diese widerliche Angewohnheit, Lebewesen von anderen Planeten zu sammeln. Pfui Teufel, da lobe ich mir doch die Philatelie. Hoffentlich kommen wir nicht auch in die Sammlung. Mein kriminalistischer Spürsinn sagt mir, dass der Kommissar hier irgendwo sein muss. Du, hören Sie mit dem Geklopfe auf, während ich denke, ja? Ich habe nicht geklopft. Ich tue im Moment das, was ich am liebsten tue, nämlich gar nichts. Ha, Sie haben mich! Sacre bleu, der Kommissar! Heiliger Bimbam, der Kommissar im Einwegglas. Wie sollen wir da reinkommen, von außen nach innen oder innen drin von rückwärts oder von unten nach oben? Oh, du ahnst es nicht. Ja. 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 Oh. Oh. Mann,
Vielleicht versuchen Sie es mit einer Prise Natron. Hände hoch! Und zwar alle vier! Sie und der gesamte Planet sind verhaftet wegen Entführung. Doch, doch, folgen Sie mir unauffällig und es wird niemandem etwas geschehen. Hoffentlich nicht. Ich würde ihn ja festnehmen wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Wie ich die Paragraphen kenne, hm? Sie zwingen mich von der Schatzwaffe Gebrauch zu machen. Zügeln Sie Ihr Temperament, man vergeht sich nicht ungestraft an einem Beamten, Sie Ferkel. Inspektor, verhaften Sie dieses Wesen. Auf der Stelle. Ja, ein andermal sehr gern, aber jetzt muss ich erst mal telefonieren. Adieu. Der Feigling, der wegläuft, stirbt 1000 Tode, Inspektor. Aber der kämpft und wegläuft, bleibt am Leben. Darüber will ich nachdenken. Aber an einem sicheren Ort. Ich muss Sie warnen, Inspektor. Diese Wesen schießen ganz unvermutet Laserstrahlen ab. Glücklicherweise habe ich einen Taschenspiegel dabei. Damit werfen wir die Laserstrahlen auf ihn zurück. Dieser Frankenstein hat auch einen Spiegel. Wer kann denn sowas ahnen? Haben Sie Traubenzucker dabei? Meine Energien lassen nach. Nein, habe ich nicht, aber mir fällt sicher gleich was ein. Inspektor, als Ihr Vorgesetzter befehle ich Ihnen, das Ihnen vorgesetzte Hinterteil zu beschützen. Du, als mir unterstellter Beamter ist es Ihre Pflicht, mein Hinterteil zu schützen. Schon wieder! Erinnern Sie mich daran, Sie wegen Pflichtvergessenheit zu bestrafen! Mache ich, wenn ich es nicht vergesse! Seid mal still! Da kommt doch was! Es ist eins von unseren Raumschiffen! Natürlich habe ich so geplant! Sie werden landen, wir gehen an Bord und fliegen zurück zur Erde! Hoffentlich gibt's keinen Bummelstreik! Oh je, wenn Sie nicht nochmal wiederkommen, haben wir Sie verpasst. Eine Frage, Inspektor. Wann ist fahrplanmäßig die nächste Rakete fällig? Nach meinen Berechnungen, Herr Kommissar, kommt in 5 Jahren und 2 Monaten mal wieder eine vorbei. Was? Oh, Sie Idiot! Auf Sie ist doch kein Verlass! Oh. Wissen Sie, was ich mit Ihnen mache? Ich lasse Ihre Pension streichen und dann lasse ich Sie in die Bastille werfen und dort lasse ich Sie an den Fersen aufhängen. Hier erlebt nun Paulchen, wie es einem geht mit einem neuen Haushaltsgerät. Er hat zwar genau die Beschreibung gelesen, nur ist die leider japanisch gewesen. Den Knopf gedrückt, aha, er summt. Ein bisschen laut, wie der so brummt. Auch die Saugwirkung ist sehr stark. Geh nun, schließlich heißt das Ding nicht umsonst Taifun. Ist so ein Gerät. Wie es wo den Polizisten geht und ob man da drin auch Skat spielen kann? Sicher, es fehlt nur der dritte Mann. Am späten Abend, kurz vor Mitternacht, wenn es auf dem Bildschirm nur noch blitzt und kracht, stellt Paulchen fest, welcher Kanal es auch ist, um diese Zeit läuft überall nur Mist. Jedoch zum Glück erinnert er sich dran, dass man das Ding ja abstellen kann. Er ist so müde. Lassen wir ihn gehen, den Braven. Nach überstandenem Fernsehen ist gut schlafen. Den Laden dicht gemacht bis morgen früh. Doch leider schnappt zurück die Jalousie. Vielleicht, wenn Schäfchen über Hürden springen, wird das den lang ersehnten Schlummer bringen. Auf das ein ganz besonders tiefer Schlaf es werde, denkt Paulchen sich gleich eine ganze Hammelherde. Es hat gewirkt. Er schnarcht und liegt in tiefem Schlafe. Da machen Mäh die 27 Schafe. Was hat ihn aufgeweckt?
Da oben, ach, ein lästiges Insekt. Wahrscheinlich eine Fliege. Nein, eine Mücke, die, wie man weiß, ja von besonderer Tücke. Was eigentlich eine Unterstellung ist, nur weil sie Blut nascht und nicht Hafer frisst. Klipp, klapp, schon ist das Mückentier gefangen. Na also, das ist noch mal gut gegangen. Ja, klopf du nur. Er lässt dich doch nicht rein. Ein zweites Mal wird er so dumm nicht sein. Sieh da, was wackelt denn der Schlüssel? Das war die Mücke mit ihrem Rüssel. Ihr Summen ist lauter und böser geworden. Wer lässt sich auch schon gern fast ermorden? Man soll ja nicht gleich in Panik machen, nur fürchte ich, das Paulchen hat nichts zu lachen. Der Motor stottert, das Flugzeug stürzt, die Schadenfreude das Leben würzt. Mit neuem Kampfgeist dreht ganz wacker die Schrauben los, der schlimme Racker. Die Lampe fällt, der Schmerz fährt in die Waden. Auch Mücken freuen sich am Schaden. Hallo, Nachbarn? Ja, von wegen. Wieder ist's das kleine Biest. Doch zum Glück fällt Paulchen ein, was er in der Zeitung liest. Täglich steht dort, Mückenmord schafft im Nu die Mücken fort. Absolut und zuverlässig soll des Mittels Wirkung sein. Zweifelt daran denn die Mücke? Überhaupt nicht, aber nein, darum schaltet sie geschwinde Paulchens Ventilator ein. Und die so erzeugten Winde nebeln ihn als Opfer ein. Sich bei dem Gewitterregen seelenruhig hinzulegen, während andere draußen frieren und sich noch zu amüsieren, ist für wahr kein feiner Zug. Da, die Mücke hat genug. Doch auch Paulchen wird's zu dumm und er zieht sich rasch mal um, um mit paar Karateschlägen diesen Quergeist zu erlegen. In dem Sessel sitzt die Mücke und mit Freudenglanz im Blicke sieht sie, wie die Schiffe sinken. Und sie sieht auch Paulchen winken. Und sie hört ihn zaghaft klopfen und die Regentropfen betropfen. Paulchen hat seit vorigem Mai eine Pizzabäckerei. Und es geht das Telefon früh um 6:45 schon. Eben hat Elise in die Muschel gebellt und eine frische Ameisenpizza bestellt. Hui, zum Ameisenhügel fliegt er schon und rein mit Charlie in den Pizzakarton. Soll ich Ihnen was sagen? Ich verhungere. Sie fragen, warum? Weil ich schon seit einem Monat keine Ameise mehr gefangen habe. Aha! Oh, da kommt ja gleich eine ganze Wochenration. Jetzt langt's mir. Jetzt bastle ich mir diesen Ameisenfangcomputer zusammen. Versuchen wir gleich mal, ob es funktioniert. Peter, was hast du für Probleme?
Ich verhungere und das ist nicht zum Lachen. Sag mir, wie ich eine Ameise fangen kann. Wollen wir mal sehen. Was hältst du davon? Da hätte ich auch selbst drauf kommen können. Dankeschön. Ein Spritzer davon und die Suppe steht auf dem Tisch. Aha, da kommt sie schon. Ich sag's ja immer wieder, mit diesen Sprühdosen passiert so viel. Da siehst du's. Alles, was du brauchst, ist ein bisschen Treibsand. Ich bin gespannt, was du diesmal mit mir treibst. So, ein bisschen Treibsand mit einer Kirsche obendrauf. Wenn das kein Einfall ist, Leute. Na, sieh mal an, was sehe ich da? Wo ich doch Kirschen so liebe. Aha, was lange wird, wird endlich gut. Ich könnte jetzt ein schlimmes Wort sagen, aber ich bin ja als Dame gedacht. Ich habe genug von dieser elektronischen Nuss. Ich mach's jetzt wieder auf die alte Tour. Ich habe so ein komisches Gefühl, als ob mir von oben jemand in die Suppe guckt. Aha, Elise, hab ich's mir doch gedacht. Ich sage nur zwei Worte. Unmöglich. Das muss ich unter Kontrolle kriegen. Mit diesem ferngesteuerten Ameisenstampfer müsste ich es schaffen. Hey, das war ja Schuhgröße 49. Na komm, mein Engel! Kumpel, wie ist es gegangen? Sieh mich doch an. Ich kann nur sagen, verbundensten Dank. Und dir sage ich auch was. Als Computer bist du ein Versager. Wer sagt, dass ich ein Computer bin? Ich bin ein automatischer Rauswerftoaster. Und das werde ich beweisen. Hat jemand zufällig einen Pfund Butter? Schon so spät soll das heißen, ja, ihr Leut. Mit dem Paul ist Schluss für heut. Paulchen, Paulchen, mach doch weiter. Jag das Männchen auf die Leiter. Säg und Pinsle und Stäbende. Treibe Scherze ohne Ende. Machst ja manchmal schlimme Sachen, über die wir trotzdem lachen. Wir kennen dich, doch nur Fach- und Pinselstrich. Wer hat an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Stimmt es, dass es sein muss? Ist für heute wirklich Schluss? Heute ist nicht alle Tage. Ich komm wieder, keine Frage.